Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper. Ja, und ich habe euch ein bisschen Chaos mitgebracht. Yippie. Und keine Stimme oder ganz schlechte Stimme. Ich bin mich furchtbar erkältet. Wollte euch allerdings dieses kleine Video hier mal zwischendrin senden, bevor die nächsten Videos kommen. Einfach als kleine Erklärung, wie geht es denn bei mir weiter, welche Projekte stehen an. Und ja, hier und da passiert es, kennt ihr wahrscheinlich selber, dass man Projekte vorzieht. So, in diesem Sinne, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Falls ihr noch nicht abonniert habt, wäre das eine super Gelegenheit, denn ihr erfahrt heute, wie es hier weitergeht. Und ja, sag mal, was euch dieses Jahr und ich sag mal eher dieses, erste Vierteljahr dieses Jahres bei mir auf dem Kanal, was euch da erwartet. Weil ich nämlich schon so viele Projekte habe, dass ich damit wirklich ein abendfüllendes Programm betreiben kann. So, und da geht es nämlich los. Ich stelle euch jetzt einfach mal ein paar Sachen vor, ganz kurz. In Kürze, damit ihr euch ein Bild machen könnt. Und warum mache ich das? Weil nämlich am Sonntag das erste Video von der nächsten Serie losgeht. Und das war nicht das, was ich im letzten Video angekündigt habe. Warum nicht? Weil ich dieses Schatzi hier vorziehen musste. Dieses Schatzi hier wird die nächste Serie sein, deswegen will ich gar nicht so viel dazu sagen. Einfach deswegen, das ist zeitlich am dringendsten. So, zeitlich am dringendsten ist das Gartenjournal von meinem Tantchen, weil sie nämlich bald Geburtstag hat. Und ganz klar, könnt ihr euch ja denken, wenn man bald Geburtstag hat, dann möchte man sowas auch gerne pünktlich zum Geburtstag bekommen und nicht erst irgendwie nachträglich. Stelle ich das Tantchen-Journal mal weg. Ich greife einfach mal neben mich, weil das Chaos seht ihr nämlich gar nicht. Das Happiness-Journal, ein Junk-Journal von Anfang an, das ist natürlich weiterhin in der Mache. Und es ist genau dort aufgehört, wo das letzte Video geändert hat. Das heißt, auch dieses Herzchen hier wartet auf das Weiterbasteln. Und das wird auch noch passieren. Und das ist zum Beispiel ein Video, was ich dann tatsächlich in meinem Etsy-Shop auch mal anbieten werde. Die anderen Journals bisher habe ich eigentlich nicht in meinem Journal, in meinem Etsy-Shop angeboten, weil ich sie zu bestimmten Anlässen verschenkt habe und ich habe sie immer zweckgebunden gemacht. Hierzu wird es ein kleines, ja, so ein Mini-Flip-Through geben. Das ist ein Baby-Willkommens-Journal. Das werde ich noch ein bisschen dekorieren und dann wird das nämlich auch auf die Reise gehen. Das ist quasi fast fertig. Das wird sich irgendwie dazwischen schließen. Dann kommen wir mal zu den lege ich mal dazu. Davon hier habe ich schon erzählt. Das wollte ich eigentlich als nächstes weitermachen. Das ist das Katzenjournal. Was auch schon mal Signaturen gesammelt hat. Das wird das nächste Video sein dazu. Also nicht das nächste Video, was kommt, sondern das erste Video oder das nächste Video zu diesem Buch. Das möchte auch demnächst schnell fertig gebastelt und verschenkt werden. So, und dann haben wir hier ein Pferdejournal. Das habe ich jetzt hier mal beispielhaft draufgelegt. Da kommt nämlich ein schönes Foto drauf. Und das, ja, ist hier auch fleißig in der Mache, wie ihr seht. Haben wir schon Papiere gesammelt. Das hat allerdings noch kein einziges Video bisher. Soweit ich das weiß. Habe ich ein Video gedreht? Ich glaube nicht. Genau, deswegen, das ist eins, wo ich dann mit einem fertigen Cover einsteigen werde. Ja, dieses Projekt, ne? Leute, ich weiß gar nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Falls nicht, wäre es jetzt die Premiere. Das wird das erste Junk Journal, was ich mir selber mache. Also, oder was heißt wird? Also, es ist das erste Junk Journal, was ich mir selber mache. Weil ich nämlich gerne blau mag. Man unschwer erkennen kann. Und ich dachte mir, ich könnte ja auch mal eins gebrauchen, also eins selber gemacht, wo ich dann meine ganzen Schätze rein tue. Und zwar habe ich ja aus Happy Mails und aus diversen schönen, tollen Sachen, also richtig klasse Kunstwerke, die irgendwo einziehen möchten und ich möchte sie auch benutzen. Also ich möchte auch ein Journal haben zum Schreiben. Ich weiß, ich habe mit der Bastelcrew auch gerade einen Signaturentausch und da habe ich auch ein richtig dickes Journal mit richtig tollen Signaturen. Ich habe nur gerade ein bisschen Skrupel da reinzuschreiben. Dementsprechend wollte ich mir hier, also das liegt auch schon fast ein Jahr, ein eigenes, blaues, tolles
Schön machen. So, aber das ist, wie ihr seht, nackig. Es hat noch keine Signaturen. Es hat erst ein Cover. So. Dann haben wir hier die Bücher. Ansonsten seht ihr hier im Hintergrund, das hier ist ein Spontaneinfall. Dazu werde ich, ja, ich denke mal im Laufe des Tages irgendwie ein Video anfangen, falls meine Stimme noch mitmacht. Das ist eine spontane Idee. Da werde ich mehr zu erzählen, wenn es soweit ist. Zu dem Buch habe ich was gesagt. Zu dem Katzenhund auch. Ja, und ich habe die tollen, super schönen Coffee and Chocolate Papiere von Stamperia gefunden. Ich bin mega verliebt und kann sie super gut für das nächste Projekt gebrauchen, was auch demnächst ansteht, weil ein Geburtstag ansteht, aber mehr sage ich hier nicht, weil sonst weiß jemand Bescheid und das wäre doof. Und das fiel mir vor die Füße und ich dachte, wie geil ist das denn? Das passt wie A auf E, ihr wisst. So. Und das sind jetzt einfach mal kurz durchgezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Projekte. Ein neuntes liegt hier noch neben mir. Das ist aber noch so unfertig, dass ich euch dazu noch gar nichts zeige oder sage. Die liegen quasi alle angefangen, halb fertig, auf dem Weg zu fertig hier und möchten ja geliebt und bearbeitet werden. Dementsprechend wird es mir nicht langweilig. Ich hoffe, ich komme dazu, viel davon zu filmen. Ich hoffe, meine Stimme lässt mich. Und dann nehme ich euch nämlich einfach mit hier in diese ganze Bastelwelt, die ich hier so aufgemacht habe. Ja, so. Und jetzt entlasse ich euch aus diesem Video. Das ist nämlich das, was ich euch heute gerne mitteilen wollte, bevor das nächste Video am nächsten Sonntag kommt. Damit ihr einfach mal so ein bisschen Überblick habt, was euch erwartet. So, also als allererstes ist diese Schatze hier dran. Und danach kommt der ganze Rest, in welcher Reihenfolge ihr werdet sehen. Ich bin auch ziemlich spontan darin, einfach mal was Neues anzufangen, weil es mich gerade beißt. So, wenn es mich gerade beißt, manchmal träume ich irgendwas und muss dann einfach was Neues beginnen, weil einfach die Zeit genau dafür in dem Moment reif ist. Und ja, ich mag euch da gerne mitnehmen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren mal mitteilt, ob euch das Spaß macht, ob ihr gerne hier mit mir am Basteltisch sitzt, weil ich erzähle euch einfach irgendwie einen vom Pferd und vom Basteln und bastel dabei einfach meine Projekte, ne? Also so wird es auch weitergehen. Also hier und da, klar, wenn ihr euch was wünscht, was speziell ist, dann mag ich auch gerne auf Wünsche eingehen. Wenn ich keine Wünsche von euch bekomme, dann mache ich einfach Pipi Langstrumpf-mäßig das, was mir gefällt. Gut, ich würde sowieso das machen, was mir gefällt. Das heißt, wenn jetzt ein Wunsch nach einem Fußball-Journal kommt, das ist mein bestes, schlechtes Beispiel, dann würde ich diesen Wunsch tatsächlich freundlich, aber bestimmt ablehnen, weil das nicht meine Welt ist. Also, man ist ja nicht dafür da, alles zu machen, nicht? Ja, herzlichen Dank euch ans Zuschauen. Herzlichen Dank für euer Feedback, für eure Kommentare, für eure Follows, eure euer Abonnieren. Ich mag auch gerne weiter neuen Kanälen folgen. Also ich habe schon ein paar echt tolle gefunden. Und ich hoffe, dass das Jahr so weitergeht. Dass ich euch ja auch finde mit euren coolen Projekten. So, jetzt lasse ich euch in Frieden und sortiere hier die Sachen wieder beieinander. Bis demnächst in diesem Kino.